Hallo ihr Lieben, der aktuelle Stand, ich bin ungefähr auf Seite 60 für dich und ich bin total durch den Wind auch ein bisschen, weil du darfst natürlich nicht vergessen, dass sich all die Dinge und auch alles, was in den letzten 2 Jahren passiert ist, auch für mich nochmal durchgehe und nochmal Revue passieren lasse und nochmal überblicke, was eigentlich passiert ist, um eben auch die Selbstfindung, die Blockaden zu lösen, um innerlich frei und glücklich zu werden, das eben auch ja auslösen zu können. Und es gibt eine Sache, die ich wirklich überhaupt nicht verstehe, wenn ich mir das alles so betrachte, die ganzen Großen und die ganzen Leute und wie sie alle sind, aber niemand von all denen spricht über diese Massenpsychose, die hier stattgefunden hat in den letzten 2 Jahren. Niemand spricht darüber oder hat darüber gesprochen, wie man einfach menschlich miteinander umgegangen ist und warum das so ist. Und das wird natürlich auch alles in dem Buch 100 Krisenmeistern finde dich selbst drin sein. Warum wir unsere eigenen Blockaden nicht sehen, warum wir nicht sehen und nicht feststellen können, warum wir uns das Leben selbst schwer machen und warum der Mensch eigentlich auch der größte Feind von sich selbst ist. Wir selber sind es, die unser Glück, unseren Frieden, unsere tolle, wunderschöne Zukunft wegschmeißen, weil wir nicht dazu in der Lage sind, das vom Verstand, vom Herzen und von unserem Unterbewusstsein, die drei Ebenen, denen ich eben auch mit den Blockaden löse, arbeite, das zu verstehen und aufzulösen und wie man miteinander umgegangen ist, dass man andere, davon spreche ich nicht, ob diese Injektion, ob die sinnvoll ist oder nicht, das ist vollkommen egal. Aber wie man miteinander umgegangen ist, voller Hetze, voller Hass, eine Hexenjagd, eine moderne Hexenjagd, die ja stattgefunden hat. Erst auf diejenigen, die keine Injektionen bekommen haben, dann auf die, die aus Russland sind. Jetzt sind plötzlich die russischen Männer wieder okay, aber vorher war russisch Brot aus dem Regal wegzudenken. Und dann denke ich mir, wie kann es eigentlich möglich sein, dass niemand über diese Themen spricht, was mit der Psyche eigentlich los ist? Ich habe vor 2 Jahren ein Video dazu gemacht und habe es da schon angesprochen, auch was mit der Entwicklung der Psyche der Kinder passiert. Und ich bin dafür zensiert, gesperrt und blockiert worden. Ja, vielleicht spricht deswegen niemand darüber. In meinem Buch wirst du es lesen können. In meinem Buch wirst du diese Sachen auch nochmal erläutert bekommen, was eigentlich menschlich, und das ist auch nur das, was mich interessiert, nicht ob das jetzt wirkt oder ob das nicht wirkt, vollkommen egal, aber was hier menschlich miteinander passiert ist, dass Menschen an Familienfeiern nicht mehr teilnehmen durften, zu Weihnachten zum Beispiel auch, dass man jemanden, der das nicht hat, vor lauter Angst und Panik ausgeschlossen, ausgegrenzt hat. Ich habe selbst erlebt mit meiner Großmutter, die ich nicht besuchen durfte und der man quasi erst die Liebe genommen hat und dann das Leben dadurch. Aber das sind alles Dinge, über die spricht heute keiner mehr. Und auch große, wo halt alles eine andere oder Leute, die kritisch sind für das, was hier passiert, die aber plötzlich hergehen, Tausende von Abonnenten haben und plötzlich hergehen und jemanden fördern, der Hass gegen Frauen verbreitet, eine ganze Bewegung. Also ich verstehe es einfach nicht. Und darum geht es. Finde dich selbst und vertraue dir. Hör auf, irgendwelchen Leuten hinterher zu rennen. Hör es dir an, ja, um deinen Kopf zu füttern, aber dein Herz, da bist nur du für voran. Das kannst nur du tun. Und wenn du dazu bereit bist, und manchmal sind da eben auch unbewusste Blockaden im Unterbewusstsein. Und wenn du dazu bereit bist, dir dein Herz anzugucken, welche Blockaden es da gibt, statt nur mit deinem Kopf es zu füttern, sondern darüber nachzudenken, der Kopf ist der erste Schritt, was gut ist. Aber dein Herz, dein Unterbewusstsein, deine Intuition, deine Menschlichkeit. Und ich verstehe es einfach gerade nicht. Ich sag dir, Seite 60, ich verstehe es nicht, warum keiner darüber redet, warum das einfach weggeschwiegen wird, wie scheiße wir untereinander waren, wie unmenschlich wir miteinander umgegangen sind. Und jetzt gehen wir in den Winter. Das heißt, die nächste Runde, bom, 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 die wird jetzt eingeläutet. Und wo sind die ganzen Entschuldigungen, dass man andere diskriminiert hat? Wo sind sie denn? Ich habe noch keine gesehen, ich habe noch keine gehört, dass man das irgendwo mal gesagt hat.
Ich glaube, die Bild-Zeitung, die hat es mal gemacht. Sie sagte, ja, eigentlich müsste man sich jetzt entschuldigen. Aber es geht weiter. Es geht weiter, weil es bei dir weitergeht, weil du deine Muster, deine Blockaden noch hast. Aber jetzt ist die Chance, jetzt ist die Gelegenheit, es aufzulösen und damit für dich eine glücklichere Zukunft zu schaffen und auch für andere. Ist ein hartes Kapitel, aber es ist ein sehr, sehr wichtiges Kapitel, um diese ganze Massenpsychose auch zu verstehen. Um diese moderne Hexenjagd zu verstehen, was wir hier untereinander mit uns selber machen. Und das Schlimme ist, dass wir es nicht sehen oder dass der Einzelne es nicht sieht, wenn er sich verhält wie ein Idiot, wie ein Vollidiot und wir anderen einfach bösartig begegnet. Das passiert ja nicht nur in der Gesellschaft, wenn wir medial dazu aufgefordert werden, sondern das passiert ja auch im täglichen, in den Beziehungen und so weiter. Also, hör mal wieder auf dein Herz, da auf der Seite. Wichtig. Ja, lass mich wissen, was du dazu sagst, ob du findest, nö, hier die ganze menschenverachtende Geschichte ist doch super aufgearbeitet worden. Mach mal einfach einen schönen Deckel des Vergessens drüber. Ist der beste Weg, um so voranzugehen? Oder ob du sagst, nee, ich sehe das genauso wie du auf Seite 60 in deinem Buch 100. Krisenmeistern, finde dich selbst. Ich will den Weg zu mir selbst finden. Ich will meine Blockaden lösen. Ich will innerlich frei und glücklich werden. Hinterlass mir einen Kommentar, liken, teilen. Freue ich mich natürlich auch drüber. Und ja, sag mir mal, was du glaubst, warum sonst keiner drüber spricht. Also, bis dann. Tschüss.